Runde 1. Jetzt das erste Befehl in die Bodenlage von Kai Lodekow zur 2. Führung. Absolviert 40 Sekunden. Jetzt der Durchdreher zum 4:0. Gefährliche Situation jetzt. 6:0 Führung mittlerweile für Kai Mambekov. Befreit sich aus dieser Einstellung-Lage. Ordentliche Bewegung geht weiter in Stand. 6:0 Führung für Blau absolviert 1:30. Kleine Information für die Zuschauer: Wenn Sie draußen an den Würmchenstand marschieren, oben auf der Empore gibt es die Wertbons. Also kein Bargeld draußen, bitte oben Wertbons kaufen und dann fleißig reinhauen. 2 Minuten absolviert. Und die nächste Oberlage zum 8:0. Das ist eine Führung für den jungen Mann vom TSV Hümpelhofen. Und weiter geht's im Stand.
noch eine Minute 36. Letzte Minute. Jetzt die Aktivitätszeit gegen Maximilian Nowitzki. Gelingt ihm in diesen 30 Sekunden eine Wertung, wäre diese neutralisiert. Ansonsten geht der Punkt an den Athleten in Blau. Und das wäre dann auch die vorzeitige Beendigung dieser Begegnung. In diesem Moment ist der Punkt da. Nein. Punkt Nummer 15 und damit ist die Begegnung. Ist es nicht? Okay, in der Aktion, das Verlassen der Mattenfläche, somit geht die Begegnung weiter. Ein ganz wichtiger Punkt für den jungen Mann vom KSV Wimpel 07, denn wenn er die letzten 6 Sekunden noch übersteht, wendet er hier die Viererwertung ab und in diesem Moment gelingt ihm das. Ja, das ist Mannschaftsring. Auch die Unterlegenen an den Kämpfen um jeden Punkt. 15:1 siegreich für den TKV Hückelhofen, Kai Mann-Winkhoff. Aber eben nur 3.